Herzlich willkommen zu dem Podcast über die Massage nach Preuß. Massage ist generell die Kunst der Berührung. Sie unterscheidet sich erheblich von anderen Behandlungen, denn sie schafft eine unmittelbare, sehr nahe Beziehung zwischen der Person, die massiert, und dem Menschen, der sich massieren lässt. Die Qualität der Berührung hängt sehr von der Aufmerksamkeit und der Art der Zuwendung des Gegenübers ab. Jede Berührung regt auch das Bewusstsein an. Die Massage berührt und bewegt den Menschen an der Haut. Und so wirkt die Massage auf das Ganze des Menschen. Dadurch kommt vieles wieder in Fluss. Die Zirkulation wird angeregt, der ganze Organismus wird erwärmt. Ja, Massage ist Balsam für die Seele. So auch die Massage nach Preuß. Die Preuß-Massage ist eine feinfühlige, energiereiche, manuelle Rückenmassage, die imstande ist, körperliche und seelische Blockaden zu lösen. Preuß geht davon aus, dass es keine verbrauchten Bandscheiben gibt, nur degenerierte. Bei einer Preuß-Massage wird die Wirbelsäule vorsichtig gedehnt und eingeölt. Das verschafft den Bandscheiben wieder mehr Platz. Sie werden wieder besser versorgt und können ihre Aufgabe als Puffer zwischen den einzelnen Wirbeln besser erfüllen. Sie leitet durch das Johanniskrautöl die Regeneration von unterversorgten Bandscheiben ein und regt den Energiefluss an. Sie ist der Schlüssel zur Lösung vieler Probleme im Bewegungsapparat, besonders im Kreuzbeinbereich. Der Erfinder der Preuß-Methode, der Österreicher Rudolf Preuß, verglich die Bandscheiben mit einem Schwamm. Liegt auf einem ausgetrockneten Schwamm längere Zeit ein Gewicht, wird er dünn wie eine Scheibe. Legt man den Schwamm ohne Gewicht ins Wasser, saugt er sich voll und dehnt sich wieder aus. Genauso verhält es sich mit den Bandscheiben. Auch zeigt diese Massageart eine große Wirkung bei der Entschlackung, da rechts und links neben der Wirbelsäule der Blasenmeridian verläuft. Aufgestaute Toxine werden damit frei, die über die Lymphe, Blut, Niere, Haut und Darm abtransportiert werden. Anschließend sollte man viel trinken, denn das Wasser schwemmt unnötige Salze, Säuren und Gifte wieder aus. Regelmäßige Massagen nach Preuß halten generell die Wirbelsäule fit und sie dauert ca. 30 Minuten deiner Zeit. Nach der Massage sollte man den Rücken ca. 20 Minuten warm halten und ausruhen, sich 1 bis 2 Tage schonen, das heißt keine extremen Anstrengungen oder starke Drehbewegungen machen, da das Gewebe und die Muskeln sich in dieser Zeit wieder neu straffen. Auch kann ein örtlicher Schmerz, mehr oder weniger starkes Ziehen wie Muskelkater, auftreten, der nach einigen Tagen vergeht. Diese Massage nach Preuß konnte schon sehr vielen Menschen helfen. Umso mehr freut es mich, wenn du dir diese Art der Behandlung für deinen Körper gönnst, damit du deinen Alltag gestärkt mit Freude und Leichtigkeit erleben kannst. Alles, alles Liebe!